Gerda Kriegeskorte ist 84 Jahre alt. Die Landwirtin hat einen großen Traum. Und der heißt Ferrari. Ein Dörfchen, irgendwo im Sauerland. Oma Gerda lebt hier seit über 40 Jahren. Die Freundinnen kommen jeden Mittwoch zum Handarbeitsstündchen, nicht zum Rasen. Das passt wunderbar. Ich war eh und je schon so ein bisschen draufgängerisch, würde ich mal sagen. Aber ihr habt schon eine auch? Ein bisschen Draufgängertum kann bei einem 381 PS Flitzer auf jeden Fall nicht schaden. Vor allem, wenn dieses Jahr bei Oma Gerda noch die große 85er-Feier ansteht. Simon Konietzny vermietet Träume auf Zeit. Für Gerda hat er einen F355 GT im Petto. Ab 199 Euro kann man 2 Stunden mit dem Ferrari auf Tour gehen. Oder bin ich nicht fotogen? Erinnerungsfoto inklusive. Endlich darf Oma Gerda ran. Erstmal auf dem Beifahrersitz. Hier sitzt man so schön tief. Bleibt man denn so sitzen? Oder kann man nur so durchschauen? Nee, das sitzt fast auf der Straße. Aha, so. Ja, ich kann ja nur noch sehen. Ja. Wenn ich jetzt klein wäre, wäre es ja nicht so schön. Die ersten Ferrari-Kilometer muss Gerda auf dem Beifahrersitz verbringen. Erst wenn sie sich an die Geschwindigkeit gewöhnt hat, darf die 84-Jährige ans Steuer. Einweisung in ein Katapult. Einsteigen bitte. Ja. Upsalala. Oh, weil sie ist dann zu weit. So, noch ein bisschen. Oh Gott, wunderbar. So, alles eingestellt. So, jetzt immer mit dem Fuß auf die Bremse. Nicht auf Gas, auf die Bremse. Ja, geht ganz ausgestreckt. Immer schön auf der Bremse bleiben. Dieser Ferrari fährt am schnellsten auf der Bremse. Ja, kribbelt, aber ich weiß nicht, ob es gleich so klappt, wie es kribbelt. Jetzt fahren wir los. Nicht jeder Ferrari-Fahrer ist auch gleich ein Speed-Junkie. Gerda fährt den F355 wie ihren alten Opel Vectra. Von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. So genau will es die Rentnerin gar nicht wissen. Gemütliche 70 km/h reichen völlig. Ich habe ja nun 48 Jahre einen Führerschein und hatte immer schon mal den Wunsch, Ferrari zu fahren. Und es ist mir heute das erste Mal geglückt und da bin ich richtig froh drüber. Also ich bin wirklich begeistert. Gerda findet Ferrari schleichen einfach nur super, super. Simon Konietzny hingegen wird von Kilometer zu Kilometer immer nervöser. Nur wenn der Ferrari-Vermieter merkt, dass der Fahrer diesen automobilen Traum im Griff hat, darf der Pilot aufs Gas drücken. Doch jetzt ist der Vermieter mit seiner Geduld fast am Ende. Simon Konietzny ist die Angst, um sein Auto anzumerken. Links. Doch Gerda lässt sich nicht beirren. Schließlich ist das ihr großer Tag. Ein satter Lottogewinn wäre nicht schlecht. Dann würde sich Gerda sofort einen Ferrari in die Garage stellen. Denn mit dem angestrebten Dauermietvertrag für den Ferrari wird es wohl nichts. Nach der Probefahrt. Hoffentlich hat mein Chef hier nicht graue Haare gekriegt heute. Es war ein schöner Tag und ist natürlich klar, wenn man als junger Mensch neben jemandem sitzt, der vielleicht mehr als doppelt so alt ist, dann ist das schon eine gewisse Herausforderung. Da muss man also schon sehr viel Ruhe bewahren. Aber das hat wunderbar funktioniert und ich freue mich, dass es ihr auch Spaß gemacht hat. Hallo, da bin ich. Bei ihren Freundinnen ist Gerda jetzt die große Heldin. Und so kehrt wieder Ruhe ein. Bei Gerda und ihren Freundinnen. Irgendwo im Sauerland.